Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier zu meinem, wie immer, Uncut Review zu einem weiteren Marvel-Meisterwerk, No Way Home. Ich versuch's jetzt hier gar nicht mal zu unterdrücken, was war das? Was war das? Ihr wisst, ich liebe Spider-Man über alles. Also es ist wirklich mein Favorite Superhero und danach kommt ja der Kollege da. Aber ich war gestern im Kino. Natürlich war das Popcorn nach den ersten 20 Minuten leer, aber ich konnte auch danach nicht mehr essen. Es ist zu viel passiert in diesem Film, über das wir jetzt hier sprechen müssen. Was war das? Ich meine, ganz abseits davon, dass wir, und großen Applaus an Marvel und Sony, dass sie das hinbekommen haben, wir haben die drei Spider-Mans auf einer Leinwand bekommen. Das war ja schon im Vorhinein irgendwie teilweise klar, teilweise nicht klar, aber wir haben sie bekommen. Wir haben sie bekommen und ich saß da und war nur so, was passiert hier gerade? Es war so cool, es war so unglaublich cool, dass man einfach die auch zu dem Zeitpunkt gebracht hat, auf dem wir gleich zurückkommen werden, aber man hat sie genau da eingeführt. Es war nicht so, ja, die sind da, so wie die Kollegen hier, die kamen ja dann direkt schon teilweise am Anfang des Films vor, wo man sich ja gedacht hat, oh shit, Alter, es eskaliert ja richtig. Zuerst Doc Ock, dann Goblin, dann hat er Elektro getroffen, dann Sandman. Und es ging ja die ganze Zeit weiter, Lizard und so weiter und so fort. Wo man sich ja dachte, ey, was passiert hier gerade? Was, shit, kommt mal runter. Und man muss ja an der Stelle auch sagen, es war einfach nur ein Nostalgie-Kick, ne? Nicht nur ein Nostalgie-Kick, es war auch einfach die Präsentation von etwas, was sich jeder Fan da draußen gewünscht hat. Ich verstehe, warum der Film so eine Bewertung bekommt. Ich verstehe es voll und ganz. Für mich persönlich war das sogar besser als Endgame. Einfach, weil ich Spider-Man so sehr liebe und weil ich das alles bekommen habe, was ich sehen wollte. Wir haben bekommen Peter, wir haben bekommen Doctor Strange, wir haben bekommen diesen unglaublichen Kampf von Peter und Doctor Strange in dieser Spiegelwelt, wo Peter ihn einfach mit Geometrie auseinandergenommen hat. Das war so, so, so cool. Und das waren auch so viele Anspielungen auf Comics, wo das auch so ähnlich passiert ist, wo man gezeigt hat, ey, nur weil Doctor Strange den hier macht, heißt es noch lange nicht, dass unsere gute, alte, freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ihn nicht besiegen kann. Und wir haben es gesehen, er hat ihn ausgedribbelt und ihn einfach dort sitzen lassen. Was genau ist passiert? In dem Moment hat sich ja dann irgendwann Peter entschieden, dank MJ, dank Ned, den Kollegen da oben zu helfen und zu sagen, ey, ich versuche denen zu helfen. Geklappt hat es eigentlich nur bei Doc Ock, ne, haben wir am Ende dann gesehen. Der Green Goblin. Es hätte mich auch tatsächlich gewundert. Ich wusste das, also während man geschaut hat, hat man ja sowieso noch das Gefühl gehabt, klar, Norman sah einigermaßen normal aus, aber man wusste trotzdem, irgendwas stimmt da nicht ganz. Irgendwas passt da nicht. Und da haben wir ihn auch bekommen, den guten alten Kobold. Wo ich auf der einen Seite sagen muss, wow, er war ja schon in den ersten Spider-Mans von Tobey Maguire, ja, eine Nummer für sich, aber hier hat er auch nochmal alles aus sich rausgeholt. Und apropos Tobey Maguire, also nochmal zurück zu dem Bild hier, die waren ja so gut gewählt, also so gut auch reingesetzt in diesen Film. Und diese unterschiedlichen Kostüme, diese unterschiedlichen Varianten, es hat alles gepasst. Und ich kann eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich finde es richtig schön, dass man gesehen hat, dass Peter auch mit diesen alltäglichen Problemen kämpft. Wenn Leute wissen, wer er ist, Unis nehmen ihn nicht an und so weiter und so fort. Freundin. Und trotzdem bleibt er halt Peter Parker und versucht, diesen Bösewichten zu helfen. Wobei ja man sagen muss, Sandman war da ja noch relativ gechillt, bis auf am Ende, wo er ein bisschen ausgerastet ist. Aber sonst war ja eigentlich alles okay. Aber ich meine, den Kollegen da oben. Jamie Foxx doch als Elektro unglaublich gut inszeniert. Naja, und im Großen und Ganzen ist das dann eskaliert. Ne? Wie wir wissen, es ist ja dann sehr eskaliert. Zu der Szene kommen wir gleich. Kommen wir erstmal zu Tante May. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mehrere Male geweint in dem Kino. Vor allem die Musik. Während ich das geschaut habe, habe ich mir gedacht, wie gut ist die Musik bitte gewählt. Und wie gut, und da müssen wir wirklich, wirklich Props raushauen, wie gut hat Tom Holland Peter gespielt. Es war wirklich
der Peter Parker, den wir haben wollten. Und wie viel Leidenschaft er da reingebracht hat. Und ja, die Szene mit Tante May und natürlich dem Green Goblin. Ja, ich glaube, sie hat für sich selbst gesprochen, muss man an der Stelle sagen. Und dann erschienen ja unsere drei Boys, ne? Dann erschienen ja unsere drei Spideys, die dann sozusagen ihm unter die Arme greifen wollten. Und da kam der Humor wieder ein bisschen zurück. Ey, du bist doch nicht Spider-Man. Doch, ist er. Zack, hat er gezeigt, wie... Also, die haben gezeigt, dass die Spideys sind, die reden nicht. Das waren auch viele Anspielungen auf die Comics, wo die sich das erste Mal getroffen haben, dass alle Peter Parker sich ähnlich sind. Andrew Garfield hat ja auch die anderen so mehr wie Brüder beschrieben, gesagt, er hat sich immer Brüder gewünscht. Und es war so gut gemacht. Es war wirklich so gut gemacht. Und mit einer meiner Lieblingsszenen, und deswegen kam das hier rein, war tatsächlich die Szene, wo er Zendaya gefangen hat. Und dann ist er gelandet auf seinen zwei Beinen. Und ich sag euch ganz ehrlich, Andrew Garfields Facial Impressions waren nicht von dieser Welt. Und wie er da reagiert hat, wie er da traurig war. Ich weiß, ging es euch genauso, vor allem für die Leute, die Amazing Spider-Man geguckt haben. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich habe so geweint, weil man einfach diesen Schmerz nachempfunden hat, dass er sie fangen konnte und seine Geliebte aber nicht. Und man hat ja auch viel über Liebe gesprochen, man hat, Toby meinte, er hat nicht aufgegeben mit seiner MJ, vielleicht findest du auch deine MJ und er hatte ja seine MJ theoretisch, aber so vom Prinzip her, nur dass es Gwen war, aber die haben halt über solche Sachen auch geredet, was ich persönlich so cool fand, dass man so Kleinigkeiten mit reingebracht hat und vor allem auch natürlich die Szene mit Tante May, wo dann auch die Anspielung zu unserem Onkel Ben war, ne? Da, wo Peter erzählt hat, dass Onkel Ben seinetwegen gestorben ist, also der Tobey Maguire. Oder wo auch der andere Peter von seinem Onkel Ben erzählt hat. Und wo natürlich das Zitat der Zitate erschienen ist. Und Tante May hat's rausgehauen. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und ich glaube, jeder Spider-Man-Fan, der im Kino saß, dachte sich nur, was passiert hier gerade? Es war unglaublich. Der ganze Kampf... Ich kann nicht mal reden. Versteht ihr, was ich meine? Der ganze Kampf ging ja dann weiter, dass wir sogar am Ende dann diese wunderschöne Szene bekommen haben mit Zendaya. Und da ist mir das Herz tatsächlich noch ein weiteres Mal zerbrochen, denn beide haben so gut gespielt. So gut. Und Zendaya war so gut in ihrer Rolle als MJ, wo wir ja auch noch ihren Namen bekommen haben, MJ Watson. Was ja eine Anspielung ist auf die richtige MJ, die auch Watson hinten hieß. Und ja, was soll ich sagen? Also ich war sehr traurig darüber. Natürlich, teilweise als Spider-Man-Fan, versteht man natürlich Tom Hollands Absichten, dass er denen ein schönes Leben wünscht, dass die jetzt am MIT sind und dass sie jetzt weitermachen können. Aber dieser Gedanke, dass die beide nicht gerade, wir wissen ja nicht, was weiter ist. Und jetzt aktuell kann ich euch sagen, Kevin Feige hat gerade eben, ich war gerade auf Instagram, bestätigt, dass sie an dem Spider-Man 4 schon arbeiten. Also werden wir da auf jeden Fall bestimmt weitere Sachen bekommen. Da stellen sich natürlich noch die ein oder andere Frage, auf die wir gleich zurückkommen werden. Aber die beiden haben so gut gespielt und also wenn die beiden nicht wieder zusammenbringen, irgendwie, dann weiß ich nicht weiter. Das war im Großen und Ganzen eigentlich so der Hauptstrang des Films. Mein Herz tut immer noch weh. Ich gehe wieder ins Kino am Montag, nur um ihn nochmal zu sehen. Aber ich wollte noch auf ein paar Sachen eingehen. Wir haben hier den guten alten Ned, der einfach zaubern konnte. Damit kann Marvel auch noch so viel spielen. Wird Ned das nächste Mal bei Doctor Strange dabei sein? Oder jetzt doch nicht? Weil die Frage der Fragen ist ja auch, wie steht jetzt die ganze Sache? Meiner Meinung nach und von vielen Leuten auch der Meinung nach, muss das Ganze jetzt so sein. Es ist alles passiert, wie es passiert ist. Die Narbe von Zendaya ist teilweise auch eine Bestätigung dafür. Das heißt, Zendaya und Ned haben mit Spider-Man oder den Spider-Mans gekämpft gegen die Bösewichte. Nur wissen die nicht mehr, dass der Spider-Man Peter ist. Das heißt, es ist eigentlich alles genauso geblieben, wie es war. Endgame ist passiert, alles ist passiert. Nur wissen die alle nicht mehr, wer Peter ist. Das heißt aber auch, dass Ned ja weiß, dass er zaubern kann, theoretisch. Ob das in Doctor Strange Multiverse of Madness vorkommt, weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall unglaublich cool. Eine andere Sache, die wir bekommen haben, ist
Marvel, was tut ihr mit mir? Wir haben Matt Murdock bekommen, Daredevil aus der Netflix-Serie. Confirmed, released in der Marvel Cinematic Universe. Und ich dachte mir einfach nur, was passiert hier? Es war... Wow. Und ich freue mich, weil das sind Möglichkeiten, die ihr noch gar nicht vielleicht bedacht habt. Es gibt unglaublich viele Spider-Man Daredevil-Comics. Vielleicht sehen wir im nächsten Spider-Man, wie sie beide zusammen den Kingpin fetzen. I don't know. Hallo, Marvel, was tut ihr da? Ich bin raus. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin raus. Dass Matt Murdock Peter Parker verteidigt hat, war mit das Geilste überhaupt. Vor allem, weil das eine ja das Netflix-Marvel ist und das andere ja das MCU ist. Beide zusammen auf einer Leinwand zu sehen, heißt, dass es da draußen ja die Kollegen alle gibt. Und ich war nur so... Danke. Danke. Genauso auch mit der Damage Control, die wir schon bei Homecoming mitbekommen haben. Wirklich so coole Aspekte, so coole Kleinigkeiten, auf die man eingegangen ist, wo mir mein Herz aufgegangen ist. Genauso auch Post-Credits-Scene mit Doctor Strange, dem Trailer zu Multiverse of Madness. Wir werden darauf auch hier noch auf diesem Kanal reagieren, wenn der Trailer offiziell raus ist. Aber auch das war unglaublich, was wir da gesehen haben. Wanda, ihr wisst, was ich meine. Und Doctor Strange, für viele war ja in dem Film so ein bisschen so, ja, was macht er da und so. Meiner Meinung nach hat er genau das wiedergespiegelt, was Doctor Strange ja irgendwie widerspiegeln soll. Er hat versucht, logisch zu denken und die ganze Sache so zu betrachten, dass es am besten für das Universum ist. Ich habe in meinem Stream so viele Bilder draufgeladen. Wenn ich die jetzt gerade selber sehe, bin ich immer noch so, ah, stimmt, das ist ja auch noch passiert. Ihr kennt doch bestimmt alle dieses Spider-Man-Spiel, was jeder gespielt hat, was wir auch bald wieder zocken werden im Stream. Nämlich Marvel's Spider-Man. Und dazu kommt ja auch bald ein neuer Teil raus mit Miles Morales und Spidey, wie auch immer. Die letzte Szene, ich weiß nicht, ob es vielen aufgefallen ist, die letzte Szene, wo Peter in seiner Wohnung ist, was übrigens auch ein richtiger Nostalgie-Vibe war für den Tobey Maguire Peter, der ja auch in so einer Wohnung gelebt hat und mit Miete zahlen und so weiter. Wir wissen ja alle, er war ja dann noch Pizzalieferant und so weiter und so fort. Und dann ist er ja durch die Stadt so geschwungen mit richtig wilden Moves. Das war eine Anspielung auf das Spiel. Im Spiel gab es so eine ähnliche Szene. Fand ich sehr, sehr cool. Und ja, da war ich auch mehr als Hype, was soll ich sagen. Genauso wie natürlich die Mid-Post-Credit-Scene mit Venom. Was teilweise cool war, teilweise bin ich ein bisschen sad. Weil ich wollte Tom Hardy sehen und Tom Holland. Jetzt ist dieses Stückchen Venom in der normalen Welt geblieben und Tom Hardy ist back in seiner Welt. Ja, Freunde, also ganz simpel erklärt. Was kann uns erwarten oder was passiert da genau? Tom Hardy, also an sich haben Marvel und Sony jetzt mehrere Möglichkeiten. Sie könnten jetzt Tom Holland langsam versuchen, ins Sony-Universum zu bringen. Oder die versuchen, einen neuen Venom zu kreieren. Oder, was ja auch viele, viele als Möglichkeit sehen, ist, dass in den nächsten Filmen ein Miles Morales erscheint in dem MCU, Tom Holland sich langsam ins Sony-Universum begibt und der MCU-Spidey wird dann der neue Spidey namens Miles Morales, der ja dann auch zu den New Avengers und Teen Avengers gehört hat und so weiter und so fort. Da kann man nochmal weiterspielen. Was aber ein bisschen zu viel wäre, meiner Meinung nach, denn man könnte noch viel mehr mit Tom Holland machen. Ich meine, der Junge ist jetzt 16 oder so in den Filmen, 17. Kann man noch einiges machen. Und im Großen und Ganzen war das auch der Film. Ich glaube, ich habe auch kein weiteres Bild mehr, genau. Im Großen und Ganzen hat man da noch viele Möglichkeiten. Ich persönlich denke, oder Kevin Feige hat es ja auch schon bestätigt, wie gesagt, mit dem vierten Film da rauskommt. Und an sich ist ja eine Trilogie geplant. Man hat auch schon bestätigt, dass Tom Holland in weiteren MCU-Filmen vorkommen wird. Die Frage ist, ob man dann versucht, weil Sony baut ja gerade dieses Spidey-Verse auf mit Morbius, mit den ganzen Venom und den ganzen anderen Leuten. Wie man da weiter vorgeht. Spielt Andrew Garfield nochmal? Spielt Tobey Maguire nochmal? Es war, glaube ich, Tobey Maguires erste Rolle seit gefühlt Jahren. Oder geht's erstmal weiter im MCU? Ich weiß es nicht. Ich persönlich bin mehr als gespannt. Ich halte euch hier auf dem Laufenden, falls ich noch mehr ins Detail reingehen soll, was da genau alles passiert ist, wo auch immer. Kann ich gerne mal
nächste Woche ein Video dazu raushauen für euch. Und ansonsten war das meine Meinung zu Spider-Man No Way Home. Meiner Meinung nach eine 10 von 10. Sogar besser als 10 von 10. Schaut euch den Film an, wenn ihr ihn noch nicht angeschaut habt. Aber ich weiß auch gar nicht, was ihr dann im Video macht. Für die Leute, die ihn angeschaut haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Freunde, ich bin raus. Und ich freue mich eigentlich nur noch auf Montag, um diesen Film nochmal zu sehen. Kuss geht raus und danke für den ganzen Support hier. Und ja. Bye.